Tag zusammen und willkommen zurück zu Skyrim. Und jetzt gehen wir endlich dem Geheimnis des purpurnen Nierenwurz auf, ne? Die was? Alchemie verbessert. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich sagen wollte. Ich habe den Faden verloren. Hier sind Seelensteine. Danke. Jede Menge Zutaten, wo ich nicht weiß, was sie machen. Und hier ist unser Questziel. Er hat nämlich das Feldtagebuch und 4 Gold. Jetzt werden wir das Feldtagebuch natürlich auch lesen. Komm. Bla bla bla, wo ist es? Da. So. Was? Oh, Alter, 30 Nierenwurz. Ich habe einen Großteil meines Lebens damit verbracht, das Geheimnis der Nierenwurz zu lüften und trotzdem bin ich mit meinem Ergebnis unzufrieden. Das durchdringende Geräusch dieses seltsamen Krauts verfolgt mich. Es treibt mich an, das Geheimnis der Pflanze zu lüften. Selbst als ein edler und unerschütterlicher Reisender für mich auf die Suche ging und mir 100 Nierenwurze brachte, konnte ich nur ein mittelmäßiges Erlebnis erzählen. Ergebnis. Aber das hat meinen Hunger nach der Lösung des Rätsels lediglich verstärkt. Erst über 50 Jahre später wurde mein Gebet erhört und hat seinen Weg in meiner Werkstatt im Keller der Herberge zur Westebene gefunden. Als erstes vernahm ich einen vertrauten Ton, das unvergleichliche Summen der Nierenwurz. Als ich mich umdrehte, schlug mir das Herz höher und ein Schauer lief mir über den Rücken hinunter. Das war eine Nierenwurz, aber von einer Art, die ich noch nie gesehen hatte. Die Pflanze besaß unterschiedliche Rotschattierungen. Jedes Blatt war mit unzähligen Purpurtönen überzogen. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich war wie erstarrt. Ich hätte mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, dass es so ein einzigartiges Exemplar der Nierenwurz geben könnte. Nach einem umfassenden Augenstille war ich in der Lage, den Reisenden, Schatz gebracht hatte, einige gestammelte Fragen zu stellen. Er sagte, sein Name sei Obed Arnesian, ein Schatzsucher aus Himmelsrand. Offenbar hatte er ein groß unterirdisches Höhlennetzwerk die Schwarzweite erforscht und Worten nach dem Kraut gestoßen. Gibt es das alles hier in der Schwarzweite? Weg zur Schwarzweite. Schlüssel. Kaufen, der nötig war, bla bla bla. Schlüssel. Nach einem Jahr Vorbereitung in der Lage, die Werkstatt zu verkaufen und nach Himmelsrand aufzubrechen, bevor ich Schwarz weiter forschen konnte, wollte ich allerdings erst in großer Abgeschiedenheit ein neues Labor errichten. Nach meiner Anfrage an Winterfeste mit dem Binwohner weiter verwiesen, einer Schülerin in der Chemie, nach dem Hof und in der Riften, außer schon mein Wissen, und ich, nach einigen Monaten war, jener Lexikon von Obed und stieg hinab in die Tiefen. Ich wollte genügend Purpurnen nirgendwo sammeln, um mein bisher größtes Zeichen, das bringt mich in, daraufhin, Purpurnen nirgendwo eine ähnliche Vorliebe für Feuchtigkeit, Schwarzweite zu finden. Ich vermute, dass die Pilze eine Art Wasserquelle sind. Feuchtigkeit, Schwarzweite ungehindert. Okay, ich muss anscheinend hier in Schwarzweite alle purpurnen Nierenwurz finden. Das habe ich irgendwie auch vor. So, hat er jetzt noch was dabei gehabt? Nee. Ey. Wemerkreise? Nee. Zaubertrank der kleinen Heilung. Kleidung? Nee, lass mal. Lederstiefel der Zugkraft. Okay, meine Freunde, ich muss auf jeden Fall. Tonista. Der schwarze Pfeil, Band 1. Gold. Zaubertrank der kleinen Heilung. Was kann denn der schwarze Band, hm? Sag mal. Der schwarze Pfeil, meine ich. Gar nichts. Gut, alles klar, danke. Vielen Dank auch. Ba, 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 ba. Okay, hier ist anscheinend nichts weiter. Gut. Lydia, wir müssen Nierenwurz finden. Oh, sorry. Da konnte ich mich nicht schnell genug üben. Okay, alles klar. Nierenwurz muss ich finden.
Da ist ein Gegner. Da! Was? Ah, da! Lol! Ey! Nein, wo ist meine andere Waffe? Ey, du! Schleicher! Hier war noch irgendwo einer, oder? Ich glaube, Pfeile mich einschlagen werden. So, einmal Nirnwurz haben wir schon gefunden. Beziehungsweise drei haben wir, glaube ich, schon. Fehlen ja nur noch 27. Ich hör's. Da. Oh, wie geil. Ha! Da ist noch eins. Voll cool. Ach, steht ja sogar im Quest, dass ich das hier suchen soll. Aua! Tja, da muss ich einfach mal ein bisschen rumlaufen, glaube ich. Und auf die Nirnwurzgeräusche achten. Da steht aber irgendwas mit Pilzen. Wo ist der? Ja, da oben. Da bringst du mir nichts. Komm mal runter. Ich brauche das Nirnwurz. Aber warum muss man denn so viele sammeln, Alter? Wer braucht denn so viel Nirnwurz? Vor allem kann man hier wahrscheinlich überall doppelt hinlaufen, weil das hier alles gleich aussieht. Aber ich denke mal, es ist immer in dieser Nähe von diesen großen Pilzen. Gehe ich einfach mal von aus. Aua! Was? Wo bist du, du Schwein? Die Musik ist nicht gerade sehr träglich dafür, Nirnwurz zu finden. Da. Aha. 6 von 30. Aber das ist eine sehr spannende Aufgabe, meine Freunde. Eine sehr spannende Aufgabe. Oh. Ein Chaos. Hallo. Warum macht er das? Machen gar nichts. Ich glaube, die sind ein bisschen verbuggt. Ein bisschen verbuggt sind sie. Ich brauche noch mehr Nirnwurz. Noch viel mehr Nirnwurz. Entweder höre ich gerade eins oder die Musik geht mir schon wieder, spielt mir schon wieder einen Streich. Ich glaube, es war die Musik. Boah, das... Das ist ja echt blöd mit der Musik. Ich denke jedes Mal, dass ich einen Nirnwurz höre. Aber man sieht die auch relativ gut, weil die leuchten. Hallo? Nee, da will ich jetzt nicht runter, Lydia. Wie viel haben wir jetzt schon? 6? Schon. Schon 6? Hm? Aber es muss in der Nähe vom Wasser sein anscheinend. Oder von diesen großen Pilzen halt. Aber ich glaube, mit den Pilzen hatte ich bis jetzt noch gar kein Glück. Aber hier ist wieder Wasser. Das heißt, wir gehen mal hier entlang. Und da hinten leuchtet doch schon wieder was rot. Ja! Hallo! 7. Boah, hier ist so dunkel, ey. Da! Aber hier ist zum Beispiel jetzt wieder kein Wasser. Danke. So, haben wir schon mal 8. Wenn ich es jetzt nicht finden sollte, alle, dann mache ich den Rest offscreen, glaube ich. Und dann seht ihr in der nächsten Folge quasi am Montag, wie ich alle 30 Nirnwurz bei mir habe. Hoffe ich. Lass mich durch. Pilz. Oh. Ja, die stehen alle da oben immer. Wie kommt man denn da hoch? Ich muss die töten. Man kommt hier gar nicht hoch, habe ich das Gefühl. Die sind unerreichbar für mich.
Da lang. Ja, warte, du Wichser. Denkst du, du kannst mich verarschen, ne? Aha! Pfeil mal. So. Gucken, ob wir hier was sehen können. Da ist ein riesen Roboter. Aua. Da gehe ich mal hin. Da ist es gefährlich, da muss ich mal gucken. Hallo Roboter. Bist du bereit zum Kämpfen oder was? Da ist ein Nierenwurst. Aha. Nö, ja, der macht anscheinend nichts. Hast du das gehört? Nee. Okay, da ist nochmal. Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass es in der Nähe von so einem hervorstechenden Sachen immer ist. Und das hier sticht ein bisschen hervor. Da ist nämlich wieder einer. Ha, ich bin so gut. Komm. Noch 20 Stück. Da hinten ist noch einer. Schnell hinter. Danke. Oh. Ein Eisgeist. Nee, ehrlich. Oh. Der war immer vor mir. Oh, wo, wo? Lass mich! Ehrlich? Du musst sterben. Alter! Das ist, glaube ich, nicht so gut. Hallo! Ehrlich, Mutter, du musst sterben! Oh! Guck mal, wie viele Gegner es da sind. Ach du Scheiße. Auch Ausdauer, Mann. Ausdauer. Und Nierenwurz. Ich brauche Ausdauer und Nierenwurz. Wo kommt denn das Geräusch her? Lydia? Hm. Alter, wie groß das hier ist, ne? Das Gebiet. Heftig, ey. Da fehlt ein Roboter. Hier ist aber nichts weiter, Mann. Ich brauche die Nierenwurz alle. Oh. Den lasse ich mal lieber in Ruhe, glaube ich. Wieso sind da so viele Gegner? Auf dem Radar. Hallo! Ich werde euch töten! Oh, da sind Menschen. Wer bist du? Ey! Ah, das ist blöd. Komm ich gar nicht rein. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Riese auch Nierenwurz dabei. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube eher nicht. Warum sollte er Nierenwurz pflücken? Macht doch gar keinen Sinn. Oh, Leute, das könnte noch eine Weile dauern, glaube ich. Das Gute ist ja, dass man es immer hört halt. Außer die Musik macht so ein Geräusch. Aber hier ist wieder Wasser. Gucken wir hier irgendwo noch was. Was? Ebenerzader. Das ist ja nett. Ja, Leute, ich denke mal, dann werde ich das wohl, wenn ich Zeit habe, die Woche offscreen suchen müssen. Und dann hoffe ich mal, dass ich nächste Folge am Montag dann die ganzen Nierenwurz gefunden habe. Ja, genau, schon unter Wasser. Weil die Folge ist jetzt eigentlich auch schon wieder fast zu Ende. Ich denke nicht, dass ich den Rest noch finden werde in der 1 Minute oder was das da noch ist. Ich weiß gar nicht, ob ich so weit überhaupt das Nirnwurz sehen kann, wenn ich da jetzt so mal so von der erhöhten Position
Position ausgucke. Ich denke mal eher nicht. Ich meine, man sieht es ja immer so ein bisschen rötlich leuchten, aber irgendwie finde ich keins. Hier sind irgendwelche Pilze. Und vor allem weiß man auch nicht, ob ich hier schon mal war. Nicht? Hier war ich doch schon. Hier habe ich doch die Schaurusse getötet. Toll. Da geht es nämlich schon wieder los, siehst du? Aber irgendwie auf der Karte markiert oder so ist ja auch nichts, ne? L, ne? Alter, wie groß das Gebiet ist. Ey, guckt euch das mal an. Aber hier sehe ich, wo ich noch nicht war. Was ist denn das hier für ein Ding? Achso, das ist auf der Großkarte. Ich müsste jetzt so ein bisschen mich umdrehen und in die Richtung laufen. Aber jetzt laufe ich doch direkt nach Süden. Und dann hier rum. Wer war das? Ach, Lydia. Jetzt hier dann, Lydia. Hier war ich wohl noch nicht. Ja, gehe ich mal davon aus, dass ich erstmal alles aufdecken muss, bis ich dann alles quasi habe. So, M. Aha. Also da geht's irgendwo rein wieder. Was ist das? Armeequartiere. Jetzt mache ich noch ein Ladebildschirm am Ende von der Folge. Ich muss mich jetzt die Folge beenden. Oh, das war ein kurzer. Vielleicht gibt es ja in den Gebäuden auch Nirnwurz. Man weiß es ja nicht so. Oder Gegner. Oder andere coole Sachen. Alter, das sieht ein bisschen schauerlich hier aus, Lydia. Ein bisschen gefährlich so. Was ist das hier? Betten. Steinbetten. Das bequemste überhaupt, ein Steinbett. Massives Dämonmetall, nee. Oh, dann bin ich wieder unten. Das hat sich richtig gelohnt. Gut, Leute, dann sage ich mal danke fürs Zugucken. Ich versuche die restlichen Nirnwurz zu finden, wenn ich Zeit habe. Sonst müssen wir es in der nächsten Folge machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Skyrim. Bis dann. Ciao.